Fährt am Auto. Und die Golddivision Rennen ist gestartet und Olsen fährt vom Start. Das tut aber auch Auke Lindblom mit I Saw You. Der kommt von ganz außen und will ganz nach vorne. Fehler von Jaraboko. Da hat er zu viel gewollt. Jaraboko in der Luft, da sehen wir es. Kommando ist bei Strongboy außen I Saw You und dann fährt die Lücke dicht. Don't wear PJS und das ist Saston. Feld geht auf die Überseite und vorne ist Strongboy. Strongboy und jetzt kommt hier der Angriff von Saston. Örjan Kihlström hat die Gunst der Stunde erkannt und nutzt sie nun und geht mit Saston nach vorne. Der Co-Favorit ist vorne. Saston hat es übernommen von Strongboy. Dann Don't Wear PJS und I Saw You außen hängen geblieben. Am Ende ist Jaraboko zwar wieder dran am Feld, aber nach dieser Galoppade geht da natürlich nicht mehr viel. Saston weiter an der Spitze führt, Außenspur angeführt von I Saw You. Dahinter ist Classic Grand Cru, lässt sich hier ziehen. Am Ende Jaraboko und es geht auf die Schlussrunde 1000 Meter noch bis zum Ziel. Saston mit der Führung, außen I Saw You, innen Strongboy, die ersten drei, dahinter Don't Wear PJS, Classic Grand Cru, dann L'Avec Kronos, wo ist Bagley? Oh, Saston, der trabt aber, also, oh, wenn das mal nicht gleich schief geht, wenn da einer Druck macht. Saston mit wirklich miesen Schritten, der muss nicht nach Frankreich. Ah, und Kihlström, der ahnt das natürlich. Der versucht ihn da irgendwie zusammenzuhalten. Und jetzt geht's auch wieder ein bisschen besser, oder? Feld ist der Ende gegenüber und da versuchen sie es. Und da versucht vom Ende Bagley zu kommen. Der muss aber in die vierte, in die fünfte, in die sechste Spur. Feld ist dicht geschlossen. Saston jetzt wieder etwas besser auf den Beinen. Es geht auf die letzte Ecke zu. Feld ist dicht geschlossen. In der Distanz Saston. Saston und dahinter könnte jetzt antreten. Don't Wear PJS. Ganz außen kommt Bagley. Bagley kommt mächtig auf Touren. Fliegt hier heran. Saston ist vorne. Bagley. Bagley kommt. Saston. Saston aber gewinnt dieses Rennen ja vielleicht noch gegen Bagley innen. Don't Wear PJS beziehungsweise Strongboy war das natürlich innen. Ja, schade, aber so gewinnt ein Franzose. Aber was für eine Riesenleistung von Bagley, der da weit nach außen geschickt wird und dann Riesenspeed zeigt. Jaraboko fährt sich zu allem Elend auch noch fester hinter. Ja, der ist völlig unter Wert geschlagen. Aber toll, die Leistung von Bagley. Saston gewinnt. Strongboy kommt da auch nicht mehr so richtig auf freie Bahn. I Saw You hält da lange noch stand. Aber zu viel zu verkaufen hat der Strongboy, glaube ich, auch nicht mehr. Also 6-1-4, denke ich mal, der Einlauf hier in Jägersrop.